Hallo liebe YouTube-Freunde, das alte Jahr ist vergangen und wir gehen mit neuen Erwartungen und Emotionen ins Jahr 2020. Auch in diesem Jahr werde ich euch mit Prognosen von Nostradamus unterrichten. Leider haben wir keine Möglichkeit, Nostradamus selbst zu befragen, und hätten wir sie, würde er uns sagen: 2020 müsst ihr besonders aufpassen und ihr habt zwei Aufgaben. Erstens die Verhinderung, dass der Krieg im Islam eskalieren kann. Und zweitens, aber das ist noch viel wichtiger, rafft euch endlich auf, euer Klima zu retten. Denn aus der Vergangenheit solltet ihr genug gelernt haben. Ihr habt keine Zeit mehr. Leider. Die Menschheit hat versagt. Heute erfahrt ihr die Konstellationen für den Monat Januar 2020 und die Prophezeiung Nostradamus. Um zu erfahren, was auf uns zukommt, bräuchten wir eigentlich keinen Propheten mehr. Bereits am Anfang dieses Jahres bewahrheiten sich die Ankündigungen von Nostradamus, dass der Iran nicht mehr stillhalten wird, denn er wurde provoziert. Und das kann sich zu einem Weltkrieg ausarten. Schlimmer könnte das Jahr 2020 kaum beginnen. Die heftigen Planeten Saturn und Pluto stehen im ganzen Januar aufeinander und lösen Gewalt aus. Und die Sonne kommt auch noch dazu. Nostradamus hat bereits in 27 Versen vor einem Krieg im Islam gewarnt und nannte eine astrologische Konstellation, die im Besonderen für den Islam kritisch sein muss. Er prophezeite: Wenn die Sonne, Mars und die Venus gleichzeitig im Löwen stehen. Diese Konstellation hatten wir bereits im Jahre 1987. Und damals kam das Grab Mohammeds in Mekka zum großen Massaker zwischen den Schiiten und Sunniten. Da wurden 400 Pilger getötet. Und im August 1998 ließ Bin Laden wieder drei US-Botschafter unter diesem Zeichen in Afrika überfallen. Dabei kamen 224 Menschen ums Leben. Und im August 2019 war diese Konstellation erneut da und trägt die Folgen von da an bis in dieses Jahr 2020. Die Ankündigung von Nostradamus sagt unmissverständlich aus, dass der große Krieg eingeleitet wird, und zwar durch einen Krieg zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Ein Krieg im Islam und nicht gegen das Christentum. Hier jetzt die Prophezeiung Nostradamus, die in der dritten Zenturie in Vers 64 zu lesen ist. Der Chef von Persien lässt große Lastschiffe beladen. Die große Kriegsflotte zieht aus Parthien und Medien gegen den Islam. Sie beschießt die Zykladen. Lange Zeit herrscht Ruhe in den ionischen Häfen. Das ist keine gute Prophezeiung, und leider müssen wir befürchten, dass sich die Großen wieder gegeneinander einmischen werden. Putin auf der Seite des Iran und Trump auf der Seite der Saudis. Das sind die entsprechenden Konstellationen, die das Schlimmste befürchten lassen. Saturn und Pluto bilden ein Schreckensbündel im Steinbock, und der bleibt den ganzen Monat erhalten. Ende des Monats kommen noch Merkur und die Sonne dazu. Und gegen Monatsende wird die Sonne im Quadrat zu Uranus stehen und Mars im Quadrat zu Neptun. Wirklich keine guten Aspekte. Schlimmer geht es nicht. Und auch ohne Krieg werden wir ein blankes Chaos erleben. Denn auch das Klima wird verheerend in den Auswirkungen sein.
Leider sind diese Prognosen überhaupt nicht prickelnd und seien wir einfach gewarnt. In Liebe, eure Deria.